In Erlangen untersucht Chemikerin Madeleine Haider neue Technologien zur Gewinnung von Solarenergie. Die 31-Jährige ist Mitarbeiterin am Zentrum für angewandte Energieforschung. Sie versucht, den Wirkungsgrad der flexiblen Solarzellen zu verbessern. Derzeit liegt der unter 10%. Das heißt, nur knapp ein Zehntel der Sonneneinstrahlung wird in Energie umgewandelt. Dafür ist die Herstellung der Folien schneller und energiesparender als die von klassischen Solarmodulen. In einem speziellen Verfahren trägt ein Drucker verschiedene Schichten auf die Folie auf. Darin enthalten Kunststoffe und Halbleiter. Professor Christoph Brabetz ist der Leiter des Erlanger Zentrums. Sein Ziel ist es, die Haltbarkeit der flexiblen Solarzellen zu verlängern und die Produktionskosten der Folien zu senken. Der Vorteil ist, dass sie dieses Fenster öffnet, dass man sehr, sehr kostengünstig produzieren kann. Und es hier bei Produktionsprozessen, die kann man vergleichen wie mit dem Druck von Papier oder einem klassischen Druck. Das sind Maschinen aus der Druckindustrie. Hoher Durchsatz. Der Nachteil ist die Performance und die Lebenszeit zurzeit. Denn zurzeit halten sie nur 3 bis 5 Jahre.